Und los geht's mit einer neuen Folge aus dem Tide TV Studio in Hamburg von Die Goldene Knichel Show. Heute mit akustischer Musik voller Energie und Dynamik von Frank Plagge. Er steht für mitreißende, ehrliche und handgemachte Musik mit ausdrucksstarkem und kraftvollem Gesang. Und nun kommt er auch schon, um sein Talent zu moderieren, weiter auszubauen. Der Goldene Knichel! Applaus, Applaus, Applaus! Herzlich willkommen zu einer absolut neuen, frischen Folge der Goldenen Knichel Show. Jede Woche neu auf www.knichelshow.de und natürlich auch auf Tide hier jeden Montag 22 Uhr. Nicht vergessen, mal reinzuklicken. So, der nächste, wir haben heute, der nächste Künstler, der heute bei uns zu Gast ist, der heißt Frank Plagge und ist eine One-Man-Band. Aber zuerst möchte ich einmal unseren heutigen Kurzfilm ankündigen. Nee, besser nicht. Seht einfach selbst, worum es hier geht. Ich liebe die Natur. Ach, schönes, frisches Gras. Kleine, schöne Blumen. Du findest uns wirklich schön? Juhu, wir gründen eine Blumen-Group. Oh nein, ich bin auf eine Schnecke getreten. Au. Entschuldigung. Süßes kleines Eichhörnchen. Ein süßes kleines Eichhörnchen? Am Arsch! Hast du schon mal Eichhörnchen in anderen Filmen gesehen? Die sind computeranimiert. Und was ist mit mir? Stop Motion! Stop Motion! Das ist Steinzeit! So würde ich das jetzt nicht sagen. Red mir nicht dazwischen! Ich weiß schon, was du sagen willst. Vergiss den künstlerischen Aspekt nicht. Du bist immerhin handgezeichnet. Da scheiße ich drauf! Ja, aber... Fängst du schon wieder an? Was ist das? Sollen das flüssige Bewegungen sein? Was ist das hier überhaupt für ein Amateurkram? Schau dich mal an! Total überbelichtet! Schon mal was von Zebra gehört? Ich meine an der Kamera, nicht das Tier im Zoo! Also wenn ich noch mal eine kleine... Mann, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten! Wenn du noch ein Wort sagst, dann hetze ich meine Herde auf dich los! Soweit ich weiß, sind Eichhörnchen gar keine Herdentiere. Das war's! Sag Hallo, Herde! Hm? Rock'n'Roll. Ja, danke, danke. Stop Motion war mein erstes Stop Motion Werk. Ja, lange gedauert. Und handgezeichnet, wirklich. Ja, falls ihr auch irgendwelche solche Filme habt, ne, schickt sie uns doch einfach zu. Oder auch andere Filme, die muss ja nicht Stop Motion sein. Schickt sie einfach an Tide TV, Fach die Goldene Knieche Show in Finkenau 35 in 22081 Hamburg. Da steht's. Ja, und wenn ihr uns mal schreiben wollt, ne, tut auch das. Oder wenn ihr euch bewerben wollt, wenn ihr bei uns mitmachen wollt, wenn ihr uns Gags schreiben wollt, die wir dann spielen, auch das gibt es, dann tut dies einfach. Schreibt eine E-Mail an bewerbung@knichelshow.de. Warum zeigst du immer in meine Richtung, wenn es heißt, wenn ihr mitmachen wollt? Wenn ihr Dr. Tief ersetzen wollt, dann schreibt uns einfach eine E-Mail an knichelshow. Nee, an ja. Wohin denn? bewerbung@knichelshow.de. So, da haben wir es. Und jetzt möchte ich unseren Gast begrüßen. Ein Mann, eine One-Man-Band-Show. Ein Mann, der 6 Instrumente gleichzeitig spielen kann und auch noch singen kann dazu. Hier ist die Frank Plagge One-Man-Band! Woo!
Frank Plagge, willkommen bei uns. Dankeschön. Du hier. Schönen, du kommst aus? Ich bin gebürtiger Kieler und komme jetzt aus der Nähe von Schwerin. Echt extra hier angereist? Ja. Na, sowas. Das ist für mich noch Naherholung. Na, sowas. Und du bist, wie sagt man, sweet, hot and ready, sagst du selber? Das so heißt mein Stück, was... So heißt dein Stück, was du spielst? Also ich spiele fest. Sweet, achso, eine Top-Vorbereitung. Ja, tut mir leid. Ich dachte, ich habe das mal so gelesen, sweet, hot and ready, und dachte, perfekte Beschreibung. Ja, für einen ja, Mann, ja, ne? Ja, wenn sich Rod Stewart oder irgend so ein anderer da, der könnte sich wahrscheinlich so bezeichnen bei seiner Vita. Meinst du? Ja. So, wie ist denn dazu gekommen? Du spielst wirklich 6 Instrumente gleichzeitig? Genau. Und dazu kommt ja noch nicht nur M, nur glatte M's. Da waren Kommas so zwischen. Okay, mit Komma ist erlaubt. So, du spielst nicht nur 6 Instrumente und singst noch dazu, kommen wir auch noch. Also eigentlich 7. Stimme, sagt man ja auch, ist ein sehr schwer erlernbares Instrument. Ja. Siehe Beispiel A. So, siehe und Beispiel B. Siehe Beispiel C, der uns heute noch was vorsingen will, hat uns letzte Woche versprochen. Da bin ich gespannt drauf. Hat uns letzte Woche versprochen. Ja. Das Publikum ist ganz dafür. Das ist Erwartungshaltung. Genau. Was ich eigentlich sagen wollte ist, man muss da bedenken, du spielst ja nicht nur 6 Instrumente, sondern auch ein Instrument, das besteht aus mehreren Instrumenten. Ja, genau. Also ich spreche vom Schlagzeug. Ja, die Rhythmussektion. Genau. Da gibt es ja eine Bassdrum, Snare, und Hi-Hat spielst du auch, ne? Und noch eine zweite Snare oder wie eine zweite Snare. Zweite Snare. Für die Wirbel zum Beispiel. Oder? Genau. Die spielst du alle 4 Sachen und das ist nur ein Instrument. Nein, das sind die 4. Ah! Ja. Ich dachte schon, du willst noch. Nein. Für die meisten 4. Reicht das. Aber es ist ja auch schon, was. Okay, das sind schon mal 4. Die spielst du nur mit den Füßen. Nur mit den Füßen. Ja, ich bin gespannt. Und dann spielst du noch Gitarre. Gitarre. Mundharmonika. Mundharmonika. Genau. Und Gesang ist dann Nummer 7. So. Also spielst du 7 Instrumente quasi gleichzeitig. Habe ich jetzt entdeckt hier. Oh. In der Show. Ja. So. Und das ist deine Band. Genau. Und diese Band, also bei euch in der Band, kommt ihr alle miteinander klar? In der Probephase waren doch einige nennenswerte Diskrepanzen. Aha. Doch. Zwischen oberer Etage und unterer Etage waren doch ziemlich. Mhm. Meistens ist ja der Bassist, deswegen ist er jetzt raus, oder? Der ist raus jetzt. Der ist raus. Okay. Das muss ich selber machen. Also Bassist, das hat der Daumen. Was guckst du mich jetzt schon wieder so an? Weil es gibt. Bass wird zu lang. Hm? Bitte? Bass? Den müsst ihr ja im Stehen spielen, Stand-Rap. Also so ein stehender Bass. Es steht schon. Ja, denn. Das hat Ronny gesagt. Das einseitige Hawaii-Gitarre. Darum hast du kein Mikro. Hättest du mal. Egal. Ich kapituliere. Du spielst draußen und drin. Ja, genau. Sagst du über dich selbst. Im Sommer viel Straßenmusik und sonst in Clubs und Festivals. Ich habe schon alles gespielt, außer Beerdigung. Denen ist meine Sache zu früh. Meine Sache eindeutig zu früh. Schlagzeug ist er, ja. Ja, ich habe letztes Jahr in Magdeburg gespielt auf einer Hochzeit in dem so einem Gewandhaus, 15 Meter hohes Gemäuer, oben drin aus dem, was weiß ich, 17. Jahrhundert, so eine Holzdecke und alles, in einem Park. Die fuhren mit einer weißen Kutsche vor, mit weißen Rössern und so. Da habe ich auch gedacht, ich bin hier genauso passend wie die Pickel auf dem Arsch. Aber die kamen alle raus, alle im Frack und Zylinder und über 200 Leute. Aber die haben tatsächlich zu meiner Mucke getanzt. Alle. Ja, warum auch nicht? Aber, aber wenn man sonst das gewohnt ist, gegen Pizza und Bier zu kämpfen oder für irgendwelche, soll man sagen, Kuttenträger, die nach 3 Stunden Spielen langsam anfangen, wo der Mittelfinger sich so rhythmisch hebt und du weißt, jetzt hast du sie. Jetzt gehen sie mit. Ich kenne das. Ne? Auf so ein Biker-Treffen manchmal. Meinst du so, ne? So meinst du. Ja, genau. Nee, ich meine eigentlich so, falsche Hand. Ja. Oh. Meinst du, ne? Ja, das ist... Eine gesittete Art von Unmutsbekundung. So fällt es gar nicht auf. Ja. Gesittete Art von Unmutsbekundung. Ja, ist eigentlich das hier. Ja. Frank, wir haben ein Spiel heute mit dir vor. Beziehungsweise Dr. Tief. Ja. Der hat ein Spiel vorbereitet. Und zwar müssen wir Länder erraten. Oh Gott! Zwar müssen wir erraten. Kaputt! Nee! Nein! Das Kastein hat ein Ende. Das finde ich gut gerade. Ich brauche was Neues.
Nein. Ja, doch. Nein, wir flicken die. Ich habe schon immer gesagt, nein, wir machen da Gaffer drum und fertig. Elektroschocks. Nein, und der bleibt hier. So. Warum hast du den eigentlich noch? Ja, weiß ich auch nicht. Der liegt ja seit Wochen. Seit Wochen liegt er hier. Nicht, dass da Mäuse dran gehen. Nee, da bestimmt nicht. Ach, guck mal hier. So. So, Erik singt, ich mach das erstmal fertig hier. Ja, genau. Also, Erik, du wolltest singen. So, ja, es kommt. Erik muss jetzt singen. Okay, das machen wir mal vor dem Spiel. Ja, gerne. Ich hoffe, ein langes Lied hier ist kein Anfang. Erik? Ja, also wer es in der letzten Folge nicht gesehen hat, ne? Hollywood Surrender war letzte Woche zu Gast bei uns hier und die haben gesagt, euren Gitarristen, den nehmen wir mit. Und da sagt Erik, ich bin noch Sänger. Okay, muss er jetzt beweisen. Was soll ich denn singen? Ja, La Paloma hast du doch gesagt, ne? Ich kenne es aber gar nicht. La Paloma, ohe. Einmal muss es vorbei sein. Ja. Okay. Da muss der ja jetzt durch. Ja. Ja, jetzt müsst ihr euch überlegen, was ihr hier sagt, ne? Ich sag mal Charisma. Charisma. Charisma zählt, hast du gehört? Jetzt nimmt er dich vielleicht diese Woche mit, weil du Sänger bist. Ich sag mal. Wieso, wer hat ihn letzte Woche mitgenommen? Hast du schon hier? Ich bin dabei. In letzte Woche? Ah ja. Okay, eine geflickte Forke. So, wir wollen das Spiel spielen. Sanders, du hast Begriffe selber gemacht, ne? Du Nein. hast Begriffe selber gemacht? Nein. Das machst du selber? Ja, ich mach das ganz du alleine. Du hast machen lassen. Ja. Okay, er hat sich Begriffe ausgedacht. Die möchte er mit unserer das geilen ist auch nicht richtig. Soll ich vielleicht einfach mal erklären, was ich jetzt mache? Ah, okay, mach du doch. Ich filme dich mal mit unserer geilen neuen Knieche-Show Minicamp. Passt irgendwie zu dir, dachte ich. Ja, mein lieber Gast, um es dir zu erklären, ist es egal. Ihr spielt gegeneinander. Es geht darum, ich werde Länder darstellen, pantomimisch oder auf andere Arten und Weisen. Zum Beispiel, wenn du mich jetzt anguckst, welches Land ist das? Seeland. Chile. Ach, Chile. Oh, das, ich merke, es wird... Okay. Es wird schwer, merke ich. Noch einen zum Testen? Neuseeland wäre es ja auch, was ich meine. Grönland. England. Ach so, wegen England. Es ist im erweiterten Wortsinn. Ist aber ja, das wird ein Spaß. Oh Gott, das wird ja lustig. So. Achso, du musst die Cam haben, damit man die Ja, ich brauche die Cam, weil wir machen das wieder wie letzte Woche. Okay. Wie letzte Woche. Also, wenn ihr zu Hause am Fernseher mitraten wollt, müsst ihr gleich die Augen zumachen, sobald der Stefan da hinten das Signal am Schlagzeug macht. Und wenn er das nochmal macht, dann könnt ihr sie wieder aufmachen. Oder guckt einfach weg. Aber es gibt immer nur einen Tipp vorweg, ne? Also, mehr mache ich nicht. Also, das könnten auch zwei. Ja. Nein, ich setze mich da hin und du musst Länder raten. Ja. So, ich brauche mal einen Tusch, bitte. Okay, das Wort wird eingeblendet. Habt ihr es? Wir dürfen jetzt natürlich nicht zum Monitor gucken. Kann mal jemand Ja oder Nein sagen, ob ihr es habt? Ja. Danke. So. Bescheuertausend. Ach nee, ist ja kein Stein, ist ja eine Land. Richtig. Ja, schön. Hä? Ja, was? Ich finde das total logisch, ja. In meiner Welt. Okay, hat's wer im Publikum? Meier. Du hast es? Irland. Was? Irland? Oh, ich wollte gerade kommen mit dem Mikro, hast du Glück, habe ich schnell noch reingerufen. Hier. Ja, richtig. Irland war das? Ach, wegen Irre. Man muss um die Ecke denken. Ich war ja so nah dran. So ein bisschen, ja? Entschuldigung, ich musste erst mal kapieren, dass da jemand im Publikum das hat. Und jetzt muss ich noch mal drüber nachdenken, was er gesagt hat. Ich nehme mal einfachere, okay? So ja. In meiner Welt. In deiner Welt einfacher. Augen zu. Oh, alle gucken zum Monitor hier im Publikum. Nee, und nicht alle. Aber die Köpfe sahen doch. So. Wir wollen mitraten. Der Tipp? Ja. Blind egal. Sehen egal. Ja. Gar nicht mal so aber schlecht. Das ja, aber das ist ja nicht sehen eigentlich. Ja, ist doch egal. Ach so, ja, stimmt. Ich habe erst überlegt, die Mecklenburger Seenplatte zu nehmen, aber das war ein bisschen komplizierter. Tusch bitte. Okay. Ja, einige gucken, einige nicht. Danke. Bisschen wieder um die Ecke gedacht. Mubarak. Ist ein Land. Mann, ich vergesse das mal. Sanders, du musst mitzählen, ne? Übrigens, wer hier gewinnt. Also, ja, bisher kann haben man wir das nicht merken. Einen von Frank, du bist so still. Was ist los?
mir fehlt noch die Ebene des Zugangs. So. Ah. Ja, das höre ich öfter, wenn wir was machen. Ja, das ist... So, machen wir mal. Mu. Kuba. Österreich. Kuba. Kuba. Und das, wo ich so eine Erdkunden-Null bin. Ja. In Geometrie, was wo in Geologie Deutschland liegt denn Kuba? Okay, okay. Mach weiter. Danke. Ich brauch mal deine Hilfe. Meine? Ja. Oh Gott. Nee, bleib sitzen. Dreh dich mal. Wie Schweiß? Wo gibt's ein Land, das heißt Schweiß? Im Publikum hat wer Schweiß gerufen. Nicht, dass ich. Nicht, Schweiß dass ich, ist auch. Danke! Danke! Oh, Scheiße! Oh, stell den Hammer weg! Oh. Oh. Verdammt! Mädels! Bitte? Teppich? Du hast den. Teppich! Teppich! So. Danke. So, du musst dich, glaube ich, mal hinbewegen. Das ist völlig simpel. Was? Du musst mich bewegen. Hä? Wieso soll ich jetzt hier hin? Nee, nur du, dass du es sehen kannst. Ach so, ich kann das doch sehen. Weil ist, was ist das? Welches Land? Das ist ein Stein, ne? Ja. Was macht der? Der liegt. Sto. Was? Stein liegt. Ah, ich glaube, das Publikum weiß das schon. Achso, ja, die haben es auch gelesen. Weiß es jemand, der es nicht gelesen hat? Ja. Ja, hast du es nicht gelesen? Montan? Was? Mountain? Vom Mountain? Stone? Ich finde den eigentlich total Stonehenge einfach. Ist ja kein Stonehenge, dachte ich auch. Ist ja kein Land. Stein. Stein? Steinland mit Stein? Fängt das mit Stein an? Nee. Achso. Ihr sagt Bescheid, wenn ihr erlöst. Bitte? Liechtenstein. Richtig, Liechtenstein. Frank, nicht schlecht. Fängt die mit Stein im Licht? Fängt das mit Stein an? Nein, ist ja richtig. Fängt ja noch nicht mit Stein an. So, wir machen nur noch einen. Ich sehe, ihr seid überfordert. Bitte? Weil wenn wir jetzt nur noch einen machen, dann... Wir haben nur noch einen. Das ist so, okay. Cool. Ich brauche noch mal einen Tusch. Kapazitäten für meine vielschichtigen Aufgaben. Okay. Oh, viele recken ihre Hälse. Danke. Sanders, ich brauch dich. Komm mal mit rüber. Das kenne ich, wenn man ihn braucht. Dreh dich mal zu den beiden Herren. Das sind zwei Worte. Hä? Ha! Boah, was gibt's denn da so Großes? Und es ist nicht jetzt ein Land. Danke, war's schon. Das sind zwei Worte. Zwei Worte? Ja, also das zweite ist. Ne? Und das war das erste Wort und das andere ist halt kein Land in dem Sinn, sondern. Hat was mit Wasser zu tun. Ist das, hat das damit was zu tun, welchen Beruf Sanders ausübt? Ich habe keine Ahnung, was er in seiner Freizeit macht. Boah. Land? So. Also in der Region quasi. In der Region. Becken. Becken. Unter. Unterleib. Und das Becken. Land will ich sehen. Gibt's. Riesenwurstland oder so? Nee. Bayern! Boah, Frankis. Weiß es jemand im Publikum, der nicht geguckt hat? Ehrlich sein? Weiß auch keiner. Komm, das ist zu schwer. Okay, gib uns einen Tipp. Was? Ist das eine Insel? Warte mal, Erik weiß es. Ist das eine Insel? Erik weiß nicht. Ja. Du hast auch geguckt, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ist eine Insel? Ist eine Insel? Also, das zweite Wort. Das zweite Wort ist eine Insel. Island, also. Oder Insel. Nee, ich meine, ja, so meine ich das nicht. Eine Insel. Neuseeland hatte ich schon, das passt auch gar nicht dazu. Naja. Wer weiß. Komm, ein Tipp. Noch. Nee, Tipp gebe ich nicht, wenn, dann sag ich es jetzt. Virgin Islands. Von der Qual. Virgin Islands. Jungferninsel. Jungferninsel. Das muss er jetzt aber nicht kommen nehmen. Okay, Applaus für Dr. Thief, sein Spiel. Und mit dir hätte eh nichts gebracht, würde ich sagen. Unentschieden, wa? Ja, ich würde sagen, es ist ein glattes Unentschieden, oder? Glattes Unentschieden. Genau. Ja. Unentschieden. Das war. Unentschieden. Das war Länderraten. Woo! Das war lieb.
Aber Sandra, ja. Ich muss sagen, deine Performance, die war auch sehr gut, muss ich sagen. Dynamisch. Dynamisch. Und sehr ausdrucksstark. Ich finde, du warst selten so in Bewegung. Ja. Charisma. Sag ich doch. Aber hat ja Erik auch schon Charisma. Ja, ja, das ist eine charismatische Truppe hier. Das ist eine, ja, genau. Wie viele Auftritte hast du? Hast du auch Auftritte auf Hochzeiten und sowas eigentlich? Alles. Hat er doch gesagt, ich habe auf Hochzeiten hat er auch gesagt? Ja. Ja, ich habe alles gespielt außer Beerdigung. Alle, ach so, damit meinst alles, du wirklich alles? Wirklich alles. Geschäftseröffnung, Hochzeiten, Geburtstage. Ja. Silberhochzeit, goldene, alles. Okay, und da kann dich jeder holen, der will. In jedem Wetter, genau. Und in jedem, egal wo. Open Air, im Open Keller habe ich gespielt. Im Keller. Was ist denn das? Das war lustig. Ich bin 1,89 groß und die Deckenhöhe im Keller war 1,80. Oh, da hätte ich auch ein Problem. War ein Glück, dass ich im Sitzen spiele. Da hätte ich auch ein Problem. Warum standen eigentlich die Norweger hinter dir? Das war ganz lustig. Ich kam ab 2006, bin ich 5 Wochen im Sommer nach Norwegen gefahren. Zum Straßenmusikmann. Ja. Und hab in Oslo gespielt, 3 Tage bei 30 Grad, so 10 Stunden am Tag. Und hatte nach drei Tagen ungefähr 50 Euro eingespielt. Und die Leute standen immer alle hinter mir. Da hab ich gedacht, das kann nicht angehen. Ich bin der Einzige wahrscheinlich in ganz Norwegen, der 6 Instrumente zur gleichen Zeit spielt und sich den Arsch aufreißt. So. Das wollten wir ja sehen, deswegen standen sie hinter dir. Dann bin ich zum Molde Jazz Festival gefahren, das älteste Jazz Festival in Norwegen, von da aus, und habe da dann gespielt und auch wieder alle hinter mir. Dann habe ich erst mal gefragt, ich meine, du willst ja auch irgendwie, wenn du Straßenmusik machst, willst du ja, dass vorne jemand was in den Koffer schmeißt. Ja. Das ist von hinten ein bisschen schwierig, da bist du immer dazwischen. Ja, da habe ich gefragt, warum? Ich habe einfach aufgehört zu spielen und gesagt, warum stehen die alle hinter mir? Die haben wirklich... Über 90% haben den Ghetto-Blaster gesucht. Oder den iPod. Oder irgendeinen, die haben geguckt, ob hinter mir ein Kollege steht, der dann fernsteuert, was ich da mache. Weil die mir das nicht glauben, dass ich das alles alleine mache. Und dann habe ich für die Norwegen-Tour damals mir praktisch so eine One-Man-Band-Gebrauchsanweisung damals ausgedacht und habe den Stück für Stück anhand eines Musikstück ist eines Liedes, dann erklärt, wie ich das alles zusammengebaut habe. Und ja, von da an funktionierte das. Du hättest ja auch einfach nur vor Wänden spielen können. Wäre einfacher. Muss nee, aber das war schon so, ich habe in Molde auf dem Jazzfestival gespielt, 10 Tage lang da, nee, 5. Und dann haben die das in der Zeitung in Norwegen gebracht. Und überall, wo ich danach hingefahren bin, da hieß das dann immer, oh, crazy Tüske. Der verrückte Deutsche. Der hat in Molde gespielt, 6 Instrumente zur gleichen Zeit. Ja, so, das war total einfach, auch überall. Ich bin dann auch eingeladen worden auf Privatfeiern und sowas. Ja, jetzt wollen wir aber auch mal was von dir hören. Gerne. Geh schon mal rüber zu deinen Instrumenten. Ja. Ja, das Lied wissen wir ja schon, wie es heißt. Geh rüber, sattel dich und das dauert ja gar nicht so lange, bis er da fertig ist. Er sitzt schon. Okay, wir hören jetzt Frank Plagge, One-Man-Band mit, wie hieß nochmal das? Hier habe ich es irgendwo stehen, Sweet, Hot and Ready. Woo! She's a hundred thing in the neighborhood, and I think she don't really understood. She can do is her hips, a wrinkle and eye. I know she could make men cry. She's sweet, hot, ready. Sweet, hot, ready. The first time I saw her, it was Monday last week. My heart's a jumping and my knees get weak. She spotted me and I said hello. She looked at me before she must go. She's sweetheart ready. Sweetheart ready. She's sweetheart ready. Crazy for love. Summer, it was Friday night. I was sitting in a bar, everything was alright. Someone opened the door, and she comes in. She looked at me and spied a smile of sin. She's sweet, hot, ready. Sweet, hot, ready. She's sweet, hot, ready. Crazy for love. The next time I saw her, it was Friday night. I was sitting in a bar, everything was alright. Someone opened the door, and she comes in.
She looked at me and spied a smile of sin. Sweetheart ready, sweetheart ready. She's sweetheart ready, crazy for love. Fetten Applaus. Übrigens, pass auf, ich habe auch noch ein Land für dich. Steig ein. Hä? Ey, gib 10. So, alles klar. Gib 10. Ne? Oh, okay, Entschuldigung, ich wollte auch mal ein Land aus. Okay, haben wir. Schaltet nächste Woche einfach mal wieder rein, wenn es heißt, die goldene Nickel Show.